Hallo und herzlich willkommen hier zurück zum Zweiradgeber. Ja, heute halten wir euch mal wieder ein bisschen hin mit einem weiteren kleinen FAQ. Wir gehen mal so ein bisschen die Fragen durch, die ihr so in den Kommentaren auf YouTube gestellt habt. Hast du schon eine? Ich habe tatsächlich schon eine. Dann schieß mal los. Gibt es das Set? Die Rede ist vom Umbau von Second Ride, auch für die KR51. Einfach einbauen, gucken, was passiert. Nee, passt nicht. Passt nicht. Mitte dieses Jahres soll es das für die Vogelserie geben. Tatsächlich? Also auch Star und Co. Richtig. Ach ja. Und ich denke, spätestens dann werden wir die Jungs auch nochmal wiedersehen. Ich bin jedenfalls gespannt, wie das ganze Projekt in ein Jahr dasteht, wie das in zwei Jahren dasteht und dann letztendlich in fünf Jahren. Richtig. Funktioniert das bei der Vogelserie auch? Die Rede ist vom Nabentachoantrieb, den du dir bei der S51 oder auch bei dem Elektromotor umbauen, ja vorne reinziehst. Mhm. Gibt es auch für die Vogelserie? Den Nabentacho? Ja. Nee, ich glaube nicht. Chris, ich habe eine schöne Frage. Oha. Oha. Chris, ich wette, du weißt auch sofort, um welches Video es geht. Wo ist das Felgenband? ja, ich weiß, um welches Video es geht. An der Stelle sei gesagt, nobody's perfect. Bei dem Video haben wir uns ganz schön abgequält und dadurch, dass wir uns so abgequält haben, sind uns auch eine ganze Menge Fehler passiert im Nachhinein. Also wenn wir das reflektieren, würde ich sagen, war es das schlechteste Video 2022. Ja. Und das, wo wir am Ende auch am wenigsten Lust zu hatten und dementsprechend fehlte tatsächlich das Felgenband. Ne? Lust zu hatten würde ich gar nicht so sagen. Ich würde eher sagen, im Laufe des Drehs ist die Lust drastisch gesunken. Also es war wirklich eine Quälerei. Das hat dann aus anfänglicher Euphorie wurde dann ziemlich schnell die Ernüchterung, das ist ziemlich doof. Wir blenden euch jetzt mal eine Szene ein, die es nicht ins Video geschafft hat, die aber die Situation ganz gut beschreibt. Alter. So Chris, was ist das Problem? Dieses Stückchen hier ist das Problem. Ihr seht, Chris ist völlig außer Atem. Ich bin, um ehrlich zu sein, auch. Denn wir beide haben hier gesagt, ungefähr 10 Minuten? Keine Ahnung. Viertel Stunde? Ich habe aufgehört zu zählen. Quälerei. Absolute Quälerei. Ja, und tatsächlich fehlte das Felgenband. Hast du es im Nachhinein eingebaut? Nein. Das bleibt doch draußen, so lange, bis der Schlauch kaputt geht. Okay. Also da bin ich knüppeltrocken, sag ich ganz ehrlich. Schreibt mal in die Kommentare, wie viele Kilometer gebt ihr dem Schlauch, bevor dieser den Geist aufgibt, weil kein Felgenband drin liegt. Gibt es hier Bionade-Werbung im Video? Machen wir Werbung für Bionade? Nein. Würdest du es gerne? Nö. Das ist halt Brause. So, wenn du Durst hast und willst halt irgendwas trinken, trinkst du halt Brause. Oder Kaffee. Oder Bremsenreiniger. Mach das nicht. Jetzt habe ich hier eine schöne Frage für dich. Hm. Die betrifft allerdings nicht nur ein Video, sondern ganz, ganz viele Videos. Mhm. Was macht eigentlich die aber? Kein FAQ ohne diese Frage, würde ich behaupten. Ja. Es geht schleppend voran. Ich würde sagen, 10 Jahre dauert es noch. Muss ich eigentlich zwingend die alten DDR-Papiere einer S51 in neue Papiere vom KBR umtauschen? Das weiß ich tatsächlich nicht, aber das Gerücht geht rum, dass du es machen musst. Wobei ich das eigentlich für Humbug halte. Papiere sind Papiere. Dreht sich dabei um das Video, wo wir über die Eintragung gesprochen haben. Und also grundsätzlich ist es so, dass man für ein Fahrzeug nur einmal Papiere haben darf. Das heißt, in dem Moment, wo ich originale Papiere habe, darf ich keine KBA-Papiere mehr beantragen. Wie das jetzt geahndet wird oder kontrolliert wird, da sind wir jetzt einfach mal an der Stelle raus. Mhm. So ist die rechtliche Aussage auch vom KBA und tiefer brauchen wir da jetzt nicht einsteigen. Für eine Eintragung reichen die originalen Papiere, da muss ich nichts umtauschen oder sonst was. Man bekommt vom TÜV ja ein Gutachten oder DEKRA, je nachdem wo man hingeht, und mit diesem Gutachten muss man dann ja zwangsläufig einmal zur Zulassung stellen, damit die mindestens einen Stempel drauf kloppen oder man kriegt die zweite Seite eines Fahrzeugscheins, was dann zu den originalen Papieren dazugehört. Da gibt es aber auch Momente und Fälle, wo die einem die originalen Papiere wegnehmen wollen und sagen, du kriegst jetzt einen Fahrzeugschein von uns und die neue ABE, die ausstellen. Da muss man dann so ein bisschen mit Engelszungen auf die Herrschaften eindrehen und sagen, nee, das geht so nicht, das müssen nun die originalen Papiere bleiben, die dürfen sie mir nicht wegnehmen.
Aber es kursiert das Gerücht in den Foren, dass DDR-Papiere oder generell Papiere aus der ehemaligen DDR keine Gültigkeit mehr haben. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das mal irgendwo aufgeschnappt habe. Nee, das ist Blödsinn. Das ist Quatsch, oder? Das ist Blödsinn. Jetzt haben wir hier sowas Schönes auf dem Tisch stehen. Was haben wir denn damit eigentlich vor, Martin? Das ist eine Duplex-Bremse, theoretisch für hinten. Mhm. Praktisch fehlen uns hier noch ein paar Bauteile, um das Video zu machen. Seid also gespannt, in Zukunft wird es ein Video über die Duplex-Bremse geben, denn viele von euch haben sich das wirklich auch für hinten gewünscht. Nicht nur eins, da wird es glaube ich ein paar mehrere geben, denn ja. Diese Duplex-Bremse für hinten, die ist in dem Fall jetzt für die Vogelserie und dann habe ich gehört, die S51, SR50, SR50 müsste die hier auch passen, weil die ja einen Bauzug hat. Hm. Das heißt, wir haben hier die Bauzug-Variante genau. Mit dem vorstehenden Ende. Ansonsten gibt es die Variante fürs Gestänge. Ach, wisst ihr was? Lasst euch einfach überraschen. Ein paar Wochen wird es noch dauern. Man darf einen Suchscheinwerfer ans Moped bauen. Wie groß und hell darf der denn sein? 1000 Watt. Hast du schon mal gehört davon? Ein Suchscheinwerfer ans Moped? Ja. Nee. Also Motorräder haben da die Sonderregelung und darunter fallen eben dann noch die Kleinkrafträder, dass die als Zusatzbeleuchtung einen Suchscheinwerfer haben dürfen. Mhm. Der dient dazu, das ist, glaube ich, eine ziemlich alte Regelung, die diente dazu, um im unbekannten Gefilde Straßennamen besser lesen zu können. Das heißt, du stehst jetzt mitten in der Pampa, es ist zappenduster, du siehst nichts und die Mopedbeleuchtung damals war ja, naja, ihr wisst, wie sie vorhanden. Und dann konnte man diesen Suchscheinwerfer einschalten und konnte dann die Straßenbeschilderung ableuchten und sagen, ah, da will ich hin oder nicht. Und das steht da tatsächlich noch so drin, dass es tatsächlich einen Suchscheinwerfer geben darf. Der darf aber während der Fahrt nicht angehen. Also der muss in dem Moment, wo man losfährt, muss der ausgeschaltet sein. Damals hat ein Schalter gereicht. Ich weiß nicht, ob die heute eine Abschaltung haben wollen, ähnlich wie beim Ständer, dass wenn der unten runtergeklappt ist, Motor ausgeht oder sowas. Dass man es gar nicht erst vergisst. Genau. Mhm. Eine Frage zum Simson Mischöl. Was ist mit Salatöl? Das gute kaltgepresste von Aldi kühlt doch bestimmt an heißen Tagen besonders gut. Ja, weil es kalt gepresst ist und dann wird es eingefroren. Ne? Eigentlich müsste man wirklich mal eine kleine Versuchsreihe für die Wissenschaft machen. Ich kenne da jemanden, der hat das gemacht. Ja? Ja. Der Stefan, der hat zum 1. April-Scherz Olivenöl in seine Karre getankt. Ah! In den Tank? In den Tank. Und okay. hat die Kiste dann auch angeworfen. Das sah erstmal ganz lustig aus und hat natürlich geräuchert wie Sau und riecht wie eine Pommesbude. Alles ganz lustig. Ja. Die Probleme kamen für ihn dann aber erst im Nachhinein. Gab's Probleme, ja. Glühzündung war ein Problem. Also es hat sich unglaublich viel Schmatter überall abgesetzt. Unglaublich viel Ölkohle und die hat dann das Glühen angefangen und dann hat er eine Glühzündung gehabt. Mhm. Martin. Wo gibt es denn eigentlich die Hebebühne? Werkstatt, Tool, Online-Shop, sicherlich auch bei AliExpress oder Alibaba. Das ist eigentlich immer das gleiche Modell. Das ist so diese typische rote. Wenn man Hebebühne bei Google eingibt, dann kommt man relativ schnell auf diese Bühne. Jo. Auch aufgrund der Farbgebung eigentlich nicht zu verfehlen. Anekdote dazu, als wir die ausgepackt haben, war die undicht und hat die eine Larve nach der anderen verursacht. Kannst du dich erinnern? Mhm. Wir haben dann unten irgendwann zwei Komponentenkleber dran geklebt an den Hydraulikzylinder und siehe da, sie ist tatsächlich dicht. Was wäre denn mit Titanschrauben? Jo. Das Video kam unheimlich gut an. Ja. Und Titanschrauben haben wir dort ausgeklammert. Ja. Ist das eine Option? Weißt du aus dem Kopf, was die ungefähr... Nee, ich muss ehrlich gestehen, ich habe noch nie eine Titanschraube getestet in dieser Hinsicht. Ich muss an der Stelle auch gleichzeitig eingestehen, ich habe gar keine zu Hause. Ich finde die unglaublich teuer. Mhm. Für ein paar Schrauben. Ne? Für ein paar Schrauben. Alleine die Elox-Schrauben sind ja nun schon teuer. Mhm. Könnt ihr mal nach Mecklenburg-Vorpommern fahren? Na wieso, wir wohnen da doch. Eben. Aber durchgehende Achse. Da habe ich einen Kommentar gelesen, das ist in dem Sinne keine richtige Frage, eher eine Kritik an uns. Mhm. Die durchgehende Achse. Die durchgehende Achse, richtig. Wir hätten die nicht richtig getestet, weil die wohl das Problem hätte, dass sie sich selbstständig löst. Und wenn wir das getestet hätten, dann wäre uns das aufgefallen. Mhm. Ja, das stimmt. Wir sind damit nicht rumgefahren. Das war aus unserer Sicht jetzt auch mit einer durchgehenden Achse an der Stelle erstmal nicht notwendig. Wie viele Kilometer muss man denn reisen, bis so ein Fehler auftritt? Erstmal das. Im schlimmsten Fall wären wir dort 2000 Kilometer gefahren, hätten nichts festgestellt.
oder? Im besten Falle wäre das passiert. Also ich würde da an der Stelle nicht der Achse unbedingt die Schuld geben. Ich würde da in erster Linie an die Radlager denken. Denn die durchgehende Achse, denn wenn die irgendwie sich löst, dann muss die sich ja drehen oder verdrehen. Mhm. Und das heißt, dass die Lager irgendwie fest sind, dieses Zwischenstück irgendwie klemmt. Also da muss ein anderer Fehler eine Rolle spielen, dass sich eine Achse löst. Oder sie ist halt einfach nicht angezogen. Ja, ich kann mir das schon vorstellen. Das ist ja ein ziemliches Gefummel. Auch das war eine Kritik bei der durchgehenden Achse. Ja. Wir haben das ein bisschen schön geredet. Tatsächlich ist es ganz schön aufwendig, die zu verbauen. So ein kleines Bauteil kann ganz schön viele Probleme machen, wenn man es alleine verbaut. Mhm. Genau das kann auch das Problem sein bei dem Einbau. Das bietet Potenzial für Fehler. Da kann sich mal ein Bauteil verklemmen, dann sitzt hinten das Ganze vielleicht nicht richtig in der Schlinge drin. Oder was auch immer. Irgendwo dran im Alter. Genau, und das sind so Dinge, die sich dann bei der Fahrt wieder lockern. Das heißt, die Achse hat dann plötzlich keine Spannung mehr und dreht sich lose. Genau. Das wäre so meine Vermutung. Also, ich würde nicht in erster Linie der Achse die Schulter für die Schuhe schieben. Könnt ihr bitte was zum Thema S53 machen? Also von all den Nachwendemodellen ist die S53 ja eigentlich noch die schönste. Muss man jetzt mal dazu sagen. Ja, ja. Da brechen wir jetzt einfach mal eine Lanze für die S53. Ja, das stimmt. Von den Nachwendemodellen ist die hübscheste. So richtig begeistern tut die mich aber trotzdem nicht. Ich bin ganz ehrlich. Ah, deine ganzen Vorbehalte. Meinst du nicht, die könnten wir mal, also als Gast mal hier auf die Bühne stellen? Also als Gast auf die Bühne stellen, hey klar, dafür müssten wir nur erstmal ein Gastrumpet kriegen. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe keinerlei Erfahrung mit der Bude. Darf ich die Blinker, wenn sie mal ausfallen, einfach nach unten drehen und weiterfahren? Ach, das ist eine Frage für dich. Also allein schon, um dann dieses Blinkerwasser zu sammeln, Regenwasser, was dann oben durch die Schraublöcher kommt. So kommt das Blinkerwasser zustande, glaube ich. Das ist, die Leute drehen das nach unten. Der Regen läuft dann durch die Schraube durch. Da ist auch keine Dichtung. Nee, bleibt im Gehäuse. Jo. Also grundsätzlich, dies nach unten drehen, lass den Quatsch. Wenn er kaputt ist, ist er kaputt. Tausch dann die Leuchtmittel oder was auch immer kaputt ist, zeitnah aus. Es erregt nur Aufmerksamkeit. Richtig, es erregt mehr Aufmerksamkeit, wenn man sie nach unten dreht. Also dann lieber so lassen, wie sie sind, die Pfote raushalten. Und wenn es dann doch zu einer Verkehrskontrolle kommt, kann man immer noch sagen, so hey, ja, ist mir gerade eben aufgefallen. Oder ist mir vor 100 Metern aufgefallen, dass der Blinker nicht funktioniert. Ich muss jetzt aber weiter zu was weiß ich wohin. Das ist dann eben so. Also das ist ja kein Drama. Da wird kein Polizist sagen, du schiebst jetzt dein Moped. Das ist so Quatsch. Muss man dann nur irgendwann zeitig angehen, dass man das nicht schleifen lässt. Ne? Da kommt die Moralapostel wieder durch, weil meine Fahrzeuge auf alle top gewartet sind. Darf man dann auch mit einer 70 auf die Autobahn? Ohne Blinker. Ich glaube, das ist das Blinker-Video, was wir gemacht haben. Ja, dass man die abbauen darf, ja. Okay, das ohne Blinker, das lassen wir einfach mal weg. Darf man mit der S70 auf die Autobahn? Ja? Ja. Will man damit auf die Autobahn? Nein. Nein. Frage ohne weiteres beantwortet. Nein. Kann ich ohne weiteres eine 420er-Kette auf ein originales Ritzel- und Kettenrad verwenden? Ja, aber die wandert halt. Und das sorgt für erhöhten Verschleiß. Geht theoretisch. Passiert auch erstmal nichts, wenn die Ritzel noch halbwegs in Schuss sind und die Kette neu. Empfehlenswert ist es trotzdem nicht. M53, da ist der M54 ja gar nicht weit weg. Da wird immer wieder gefragt, kann man denn so ein M53, wie wir ihn hier jetzt stehen haben, nicht auf dem M54 umbauen? Ja, das kann man theoretisch. Und ja, es wird in Zukunft da ein paar Videos zu geben auf dem Channel, auch was die genaue Technik dazu angeht. So viel sei gesagt, es ist für den privaten Schrauber in der Garage sehr, sehr kompliziert. Ja. In gewisser Weise wird uns aber das Leben mittlerweile auch schon erleichtert. Mehr dazu dann bald auf dem Zweiradgeber. Wir haben doch mal das Wape-Video gemacht zur Gleichstromwape. Ja. Ich erinnere mich, dass dir das ganz wichtig war, dass wir herausstellen, dass diese Wape-Zündanlage auch ohne Batterie auskommt. Das gab in den Kommentaren hier und da ein bisschen Kritik. Was ist, wenn man liegen bleibt nachts und so weiter und so fort. Also da gab es viel. Kann ich die denn trotzdem mit Batterie fahren? Ja, das ist möglich. Und das hat sogar noch einen Vorteil, wenn man das mit Batterie macht, denn in dem Moment, wo ich den Lichtschalter auf Stellung 2 stelle und der Motor läuft nicht, leuchtet trotzdem schon die volle Festbeleuchtung. Das wird so eine Batterie zwar nicht auf Dauer mitmachen, aber im Notfall
ist das ja nicht verkehrt. Du kannst so eine Batterie als großen Puffer mit einbauen. Mhm. Und ich meine, es ist auch im Schaltplan irgendwo versehen. Ja. Gibt es dafür einen Schaltplan? Ja. Ich meine ja. Alleine der Standard-Schaltplan ist ja schon mit Batterie ausgelegt. Ja. Wenn man jetzt von dem Video ausgeht, was wir gezeigt haben, ist das zusätzliche Einbauen der Batterie dann nur noch eine Sache von 2-3 Kabelverbindungen. Oh ja. Welche Schraubengröße wird bei 825 genutzt? Komm, wir schalten mal ein. Welches Video? Das sehen wir jetzt. Werbung. Y-Food. Ah, die spammen auch ganz gut. Ja, ne? Hallo, ich bin Fritz Meinecke. Ja, genau. Und Y-Food? Ah, ich komme von der Insel. Eine Woche war ich da und das erste, was ich trinke, ist Y-Food. Das ist ja schon mal. Außer Knossi, der hat sich erstmal eine Kippe in den Hals gesteckt. Hast du schon mal probiert, Y-Food? Nein, habe ich noch nie probiert. Habt ihr schon mal Y-Food probiert? Schreibt mal eure Erfahrung bitte in die Kommentare. Geht um Kombischalter. Ein neues Kabel. Die Schraubengröße. Ach. Das ist M8, oder? Nee. M6. Ja gut, M8 wäre ein bisschen viel für den Kombischalter. Schön, das bringt mich auf eine neue Formatidee. Eigentlich könnten wir doch mal ein Reaction-Video zu den eigenen Videos machen. So richtig low budget. Ja, das wäre doch mal. Ja. Habt ihr da Interesse dran? Schreibt es in die Kommentare. Och nee, keine Reaction-Videos. Ja, habt ihr Interesse dran? Eure Videos waren auch schon mal spannender. Wie wäre es mal mit ein paar Schrauber-Videos? Das haben wir in einem FAQ bekommen. Ja, wir wissen darum, dass natürlich die Schrauber-Videos irgendwo am besten ankommen. Wir können ja mal ein bisschen aus der Hosentasche erzählen. Erzähl mal aus der Hosentasche. Aus der gerissenen. Wir hatten heute vor, Duplex-Bremse hinten aufzunehmen. So, du bist uns bei der Vorbereitung dann aufgefallen, Moment, hier fehlt noch ein Teil. Und jetzt stehen wir natürlich da und müssen uns ein Alternativprogramm ausdenken. In dem Falle ist es jetzt dieses FAQ. Das ist eben manchmal so, und da sind wir wieder bei dem Thema mit dem Bestellen. Es läuft halt auch bei uns nicht immer alles glatt. Meistens bekommt ihr das nicht mit. Und um die restliche Zeit heute totzuschlagen, werden wir zum Beispiel gleich noch bei TikTok live gehen. Genau. Seid also dabei. Schaut mal in die Videobeschreibung. Wir haben es vorhin schon gesagt. Wir freuen uns über Leute, die uns da regelmäßig folgen und uns vielleicht auch ab und zu mal bei den Livestreams begleiten. Und wundert euch nicht, der Content auf TikTok weicht dann doch ein bisschen von dem von YouTube ab. Nehmt es nicht zu ernst, und wer unsere Videos regelmäßig verfolgt, der wird natürlich auch viel, viel, viel Zeug wiedererkennen. Und vor allen Dingen wird er auch feststellen, wenn er bestimmte Videos kennt, wie man Sachen ganz gut aus dem Zusammenhang greifen kann. Das ist toll, das macht mir ganz viel Spaß. Und in diesem Sinne würde ich sagen, wir gehen einfach mal live. Ja. Schön, dass ihr wieder dabei wart zu diesem FAQ. Wir sehen uns dann in einer der nächsten Videos wieder. Und bis dahin macht's gut. Ciao. Ciao.